So, hast du gehört? Ja, was? Ja. Ja, irgendwas Flexibles. Guck's mal, mach's mir ein Angebot. Vielleicht so ein Strautmann oder größer? Ein Strautmann, wie viele Ballen gehen da drauf? Oder willst du ein. Ja, nicht viel. Gibt aber auch so ein. Von Arusin. Was? Gesundheit. Wo ist denn der? Ah, ne, Arcosin, Beintechnik, der sammelt die automatisch auf. Okay. Weiß nicht, ob du sowas möchtest. Was kostet denn das Ding? Das würde 70.000 kosten. Brutto oder netto? Brutto. Netto. Netto ist ohne Achso, dein ja. Gewinn. Würde aber auch noch so ein Ja, aber Spiegel. weißt du, dann habe ich aber kein, dann habe ich es nicht flexibel. Dann kann ich da nur Ballen mit transportieren und keine Paletten. Ja, dann würde es noch den Fliegel, der ist zwei weiter, der Fliegel DPW 210 geben. Ich habe das Gefühl, Dank. du hörst mir nicht zu, Neumann. Das kann sein. Ich will einen Anhänger, wo ich auch Paletten drauf krieg. Und vielleicht eine Bordwand, damit ich Getreide fahren kann. Ach so, ja. Ja. Ein günstigeres, also zwei Achser würde dir Ein wahrscheinlich Tandem reichen. reicht. Im Notfall geht auch ein Drehschemel. Wenn das noch viel günstiger ist. Ist Mein Abfahrer eigentlich. würdest du das erstmal? Da gibt es von Fliegel so ein vom Transportpack so ein Zweiachser, gibt auch ein Dreiachser, aber der Dreiachser ist natürlich wieder teurer. Ja, was kostet der Zweiachser? Mit Ballen Aufbau, also ohne Aufbau. Siebenundzwanzigtausend. Das ist doch in meiner Preisklasse. Also so 33, 34.000 brutto. Ja, ungefähr. Ja, und dann bestellst du den. Jo. Gut, danke dir. Bis nächste Woche, ne? Ja, wenn es nicht anders geht, passt schon. Vielleicht liefert er auch noch Ja, schauen wir Freitag aus oder so. mal. Gut. Ciao. Ciao. Jo, da bist ja wieder, Subi. Jetzt ist dieser Rohrduft auch um 10 Meter länger sein. Noch länger. Ja. Da muss ich ja ganz ranfahren. Ja. Ich habe uns noch einen Anhänger bestellt. Für Ballen, Paletten und mit Aufbau, dass wir auch Getreide mitfahren können. Okay. Der ist für dich gut zum, wenn wir Paletten transportieren müssen und, warte, ich tank ab. Bin ich schon leer? Weiß ich nicht, warte. Nee, 5000 sind noch drin. Warte, bleib stehen. Nee, warte. Ich bin jetzt so gewohnt mit so großen Maschinen, weißt du. Ja, kostet uns so 34.000 oder so. Aber der ist dann flexibel einsetzbar, das ist ganz gut. Wird da der verkauft? Nee, den behalten wir auch. 34.000. Ja, kostet er. Aber wir haben ja nur mal 34.000. Ja, wir haben ja noch Getreide, wir haben auch noch Soja im Bunker. Ah, warte, ich kann es gleich mit abfahren nochmal. Wir haben, glaube ich, auch noch so 31.000 Liter Soja im Bunker. Und von der Gerste hier können wir auch was verkaufen. Ja.
Warte, ich komme ein bisschen rüber. Ja, ne. Wenn wir beide ein Stückchen näher rücken, dann passt es wieder. Gut, langsam. Jetzt bin ich zu weit, zu nah, so jetzt. Gut. Und dann müssen wir mal gucken, was wir machen demnächst. Weil irgendwie brauchen wir noch ein Absatzprodukt. Ah, ich bin leer. Wie ein Absatzprodukt. Ja, irgendwas, wo man auch Geld mit verdienen. Eine Metzgerei, da würde man viel Geld verdienen. Ja, aber wir haben ja keinen. Ja, wobei. Na, weil dann könnte man die Tiere von den anderen Bauern. Das wäre eine Idee. Wer nimmt denn das an? Nimmt der Lidl oder so das Fleisch an? Warte mal. So. Warte, müsste ich mal schauen auf meinem Handy. Ja, wenn die das annehmen. Das müsste sein, also Aldi, Edeka und Lidl. Ja, ist gut, wenn die das Fleisch ankaufen. Also das und Würstchen würden sie auch ankaufen, die würden sie sogar um mehr ankaufen. Also die sind mehr wert, die Würstchen. Weißt du was? Dann ballern wir diese Woche das Getreide raus, verkaufen das. Ja. Dann haben wir genügend Kapital, um nächste Woche dann da zu investieren. Wäre cool, weil ich bin gelernter Metzger, da müssen wir die Ausbildung nicht mehr machen. Das ist auch praktisch. Jo. Ah, und ein Auto brauchen wir noch. Hatte ich nicht sogar ein Auto bestellt? Weiß nicht. Aber ein Auto brauchen wir auf jeden Fall demnächst mal. Ja. Ich glaube, eigentlich wollte der Müller ein Angebot schicken. Aber warten wir auf die besten Preise, damit wir am meisten rausholen. Naja, aber nächste Woche sollte man die Produktion schon kaufen, den Metzger. Ja. Weil sonst, kümmere ich mich um die Werbung und alles und dann passt es. Ja. Gut, ich hoffe mal, dass das jetzt voll reicht hier mit dem Feld. Drei Bahnen haben wir, glaube ich, noch. Wie viel hast du drin? Circa? Na, 4000 erst. Das passt. Okay. Aber das andere Feld geradeaus, auf der anderen Straßenseite ist auch noch uns. Ah ja, erntest du das auch? Ja, ja, ist auch noch Gerste drauf. Oder ist der Mohn drüben? Müssen wir den Mohn früher ernten? Guck mal. Ja, ich warte kurz, bis du drüben gefahren ist, dann laufe ich kurz rüber. Ja. Ja, aber jetzt geht mal was voran, ey. Zum Glück habe ich zwei Felder geerntet, gepachtet. Ja. Aber hier ist ein bisschen Unkraut drin. Ja, beim Mond drüben auch, sehe ich von hier. Es wäre vielleicht noch was, dass wir uns Pflanzentechnik dann auch noch zulegen, Pflanzenschutz. Ja. Das könnte man überlegen. Sollen wir sie rausspringen und gucken, oder? Jo. Ups, also. Ich lauf mal. Ja, ja. Da ist Gerste drauf. Auf dem gegenüber hier. Ja, da ist Gerste drauf. Aber ist es, was müssen wir früher enden? Den Mohn oder die Gerste? Wer ist denn weiter? Oder sind die gleich? Muss ich mal schauen. Wenn die gleich sind, dann ernte ich erst die Gerste. Feld neben die ist Mohn, oder? Ja. 109. Ja, die sind gleich. Okay, dann nehmen wir erst die Gerste dann aufs Korn. Ja. 10.000 gleich drin.
Ich glaube, ich muss hier aber noch eine Bahn fahren. Am Anfang ein bisschen geschludert. Volker Varuna, hallo? Hey Volker, Diesel hier. Hi. Meine Maschinen sind geliefert worden. Ja. Expresslieferung. Ja. Willst du dir die mal begutachten? Denkst du, ich habe Zeit? Ich habe noch zwei Felder zu ernten, ey. Ah ja, stimmt. Wenn du willst, kann ich dir eben mit meinem Drescher helfen, komm. Was hast du denn für einen Drescher? Den Röstelmesh RSM 161. Ah, was hat der? 9 Meter Arbeitsbreite, ne? Ja. Ja, könntest auf der 109 den Mohn anfangen zu dreschen. Ja, kann ich gleich machen. Ich hole jetzt eben erstmal eine ganze Maschine vom Händler ab und dann komme ich. Ja, ruf's dann nochmal vorher an, ne, dass Mach wir ich. Dann schon durch sind. Mach ich. Gut, danke. Bitte. Tschö. Tschö. Will der ihn? Wenn der in 2 Stunden erst vorbeikommt, dann braucht er auch nicht mehr. Oder übermorgen. So. Ist sie voll? Nee, nee. Dann kriegt man den Rest hier noch rein, oder? Ah, nee. Ja? Ja, kannst du auch abfahren, komm. Ich habe 28 Kubik drin. Und hier wird um die 30 Platz haben, also ich denke, das habe ich schon noch Platz. Ja, 31 gehen rein. Ja. Haben noch 3000 Liter Platz. Ja, das könnte passen. Ja, richtig, Betrieb hier auf dem Gelände. Ich glaube, wir müssen uns auch mal einen Firmennamen überlegen. Ja. Weil so langsam haben wir doch. Bin auch am Überlegen, ob wir nicht häufiger auf Pachtfelder gehen. Ja. Weil lohnen tut sich's. Okay, es wird ziemlich knapp. Ja, okay, ist egal. Ich muss nochmal fahren. Ja, ich bin ja dann auf dem anderen Feld, passt. Ja, dann. Da ist ja auch Gerste drin. Ist ja kein Thema. Ach so, ja. Gut. Gut, gut, gut. So, fahren wir rüber zum anderen Feld. Hier ist, glaube ich. Hier ist kein Unkraut drauf, das ist super, ey. Ich glaube, von der Größe her sind die beide. Oh ne, das ist sogar noch größer. Optimal. Gut, Ernte geht weiter. Werden wir die nächsten paar Tage auch noch mit beschäftigt sein. Außer der Diesel kommt ein bisschen früher und hilft mit. Aber in diesem Sinne erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein.
Macht's gut. Tschüss.